Jetzt haben wir ein neues Objekt hier. Das hat eine sehr große Besonderheit. Wir haben jetzt hier den Einkaufswagen zu Demonstrationszwecken dabei und ja, seid gespannt. Ich zeige euch gleich, was hier abgeht. Ich bin mit dem Einkaufswagen hier direkt vom Aldi in den Aufzug rein. Weil eine Besonderheit hier an dem Objekt ist, unten sind Läden verschiedener Art, also hier gibt es alles eigentlich, jeden Laden, den man sich so vorstellen kann. Elektronik, Supermärkte, komplett. Und Aufzüge, die direkt von der Ladenstraße quasi in die Wohnungsetagen gehen. Also wenn man einen Schlüssel hat für so eine Wohnung, kann man mit dem Kühlschrank, mit dem Einkaufswagen bis vor den Kühlschrank fahren. Und das ist halt richtig nice. Wir bringen den Einkaufswagen natürlich zurück. Das ist nur zum Entladen, nehmen wir den kurz mit. Also hier ist die Besonderheit wirklich die Lage. Also hier hast du eine zentrale Lage, direkt in der Stadt, mit schöner Aussicht auch. In Ludwigsburg sind wir gerade. Und gerade der Vorteil von dieser Lage ist, es gibt ja immer den demografischen Wandel. Es gibt immer mehr ältere Leute in Deutschland und die haben halt einfach auch Schwierigkeiten, irgendwann mal so einkaufen zu gehen, Barrierefreiheit und so weiter. In diesem Objekt gibt es einfach den Vorteil, du kannst einkaufen, fährst mit dem Aufzug hoch, runter, bist direkt wieder in der Wohnung. Es ist zentral, du brauchst eigentlich kein Auto, alles barrierefrei. Und hier gibt es halt auch Rentner, die wohnen halt seit 40, 50 Jahren in diesem Haus und die haben halt einfach auch gar keinen Stress, die müssen jetzt sich nicht ein Alterssitz suchen oder so, weil die haben halt einfach alles hier in der Wohnung. Schauen wir uns mal um, was hier so gibt. Das ist eine Einzimmerwohnung, eignet sich perfekt als Kapitalanlage mit Tiefgarage unten. Aufzug von unten direkt hier auch hoch in die Wohnung. Vermietbarkeit perfekto. Was ist hier passiert? Die Wohnung wurde bisher gestrichen, der alte Linoleumboden wurde entfernt und ja, auch die Türen, die werden weiß gestrichen. Hier haben wir ein Basic Badezimmer, also zum Vermieten reicht es voll und ganz aus für so eine Einzimmerwohnung. Und genau, also solche Objekte sind halt auch langfristig, glaube ich, schon relativ sinnvoll zu halten, weil die Lage nimmt hier keiner. Und die Läden unten nimmt ja auch keiner. Das Gebäude ist so historisch gewachsen, das wird für immer hier stehen. Natürlich gibt es aber auch ein paar Nachteile hier im Objekt, das wollen wir jetzt auch erst im Nachhinein so bewusst. Und zwar, hier ist sehr groß, also ist ein paar hundert Wohnungen, glaube ich, ja, vier Towers und ein Commercial-Bereich. Und hier, wenn halt hier mal eine Reparatur ansteht, zum Beispiel die Aufzüge sind alle neu hier. Und das Baujahr ist 70er, glaube ich. Das war richtig teuer. Ja. Richtig, richtig teuer. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, die hier definitiv irgendwann gemacht werden müssen. Oder angesprochen wurden auch, aber noch nicht beschlossen. Wie zum Beispiel die Steigleitung, dass die gemacht werden sollen. Ja. Da gibt es halt natürlich Leute, die wohnen halt seit 50 Jahren hier, trinken jeden Tag Leitungswasser und sagen, mir passiert nichts. Ein anderer hat hier also eine Ferienwohnung und kommt zurück und hat Legionellen im Wasserhahn. Und das ist halt so ein Konflikt, der hier so ein bisschen gerade entstanden ist, wo ich halt auch keine Ahnung habe, was jetzt passiert, weil auf der einen Seite gibt es halt die ewig langen Hausbewohner, die wollen es nicht und haben auch kein Problem wegen Legionellen. Und die anderen, die hier mal ein Problem hatten, wollen es neu machen. Und bei so einer kleinen Wohnung würde hier zum Beispiel hier etwa 30 Quadratmeter, würde hier eine Sonderumlage in Höhe von 15.000 Euro anfallen. Ja. Also 500 Euro pro Quadratmeter ist im Gespräch für die Leitungen. Für eine große Wohnung 100 Quadratmeter eben 50.000. Und das ist schon heftig. So, jetzt hat natürlich wohl kaum einer so viel Geld auf dem Konto liegen bei so einer Sonderumlage. Wir haben zwei andere Wohnungen in einer anderen Stadt, in einem anderen Objekt. Da wurde auch so eine Sanierung gemacht. Also es war damals sogar eine ESG-konforme Sanierung, was da gemacht wurde. Alles neu. Steigleitungen, Heizung und Dächer und Vollwärmeschutz. Hier sind es nur die Leitungen im Gespräch. Und das
Geld hat er nicht mehr auf dem Konto. Was üblicherweise da gemacht wird von den Hausverwaltungen, also eine Hausverwaltung, die nimmt eine Finanzierung auf bei der Bank, also die Hausverwaltung macht einen Kredit bei der Bank, um diese Sanierungsmaßnahmen zu bezahlen. Und die Tilgung wird von den Eigentümern über das monatliche Hausgeld bezahlt. Das heißt, es gibt einfach für die nächsten 10 oder 15 Jahre ein erhöhtes Hausgeld, wo die Eigentümer zurückführen müssen, um dann dementsprechend die Steigleitungssanierung zu bezahlen. Das heißt, muss jetzt niemand hier, wenn ich jetzt die Wohnung halte, muss ich nicht 15.000 Euro bezahlen, sondern vielleicht irgendwie 250 Euro im Monat für, warte mal kurz, 125 Euro im Monat für 10 Jahre müsste man extra bezahlen wegen diesen Renovierungsmaßnahmen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dann ist halt auch wieder ein neuer Standard vorhanden. Deswegen wird das so geregelt, Finanzierbarkeit und so weiter. Also wenn ihr auch schon mal so etwas erlebt habt mit einer Sonderumlage, also Sonderumlage ist so eigentlich das Heftigste oder Blödeste, was passieren kann bei einem Mehrfamilienhaus. Wie gesagt, hier gibt es keine Sonderumlage, nichts ist beschlossen, es wurde nur besprochen und es sind Pro- und Contra-Leute, deswegen glaube ich nicht, dass es so einfach umgesetzt wird hier. Aber wenn ihr auch schon mal etwas erlebt habt in einer WEG, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren, dass wir solche Stolperfallen erkennen und sehen können. Jetzt, bevor wir den Einkaufswagen zurückbringen, gehen wir noch ganz kurz aufs Dach und ich zeige euch die geile Aussicht hier. So, jetzt sind wir hier kurz mal on the rooftop. Hier ist auf jeden Fall eine richtig geile Aussicht. Hier gibt es auch ein paar Wohnungen, die haben so eine Aussicht von hier oben. Abschließende Worte, was ist an dieser Wohnung so besonders und so toll? Die ist halt langfristig sinnvoll zu halten, auch im Bestand, wegen der guten Vermietbarkeit. Zum einen wegen der Altersstruktur in Deutschland, langfristig immer gut vermietbar. Und auch so eine große Hausstruktur, das trägt sich eigentlich immer alles von selber. Und Fluchen und Segen zugleich, die Allgemeinheit trägt die Kosten. Da muss man halt dauernd dann mitzahlen und stetig zur Kasse gebeten. So ist es halt. Und auch immer schauen, welche Sonderumlagen möglich sind bei solchen Objekten. Wie zum Beispiel hier in dem Fall die Steigleitungen, wo diskutiert wurden. Aufzüge wurden schon gemacht, bevor ich Eigentümer war, hat jemand anders dann bezahlt. Und that's the game. Good luck.